Johann Reichardt gilt als der bayerische König der Henker. In Von der Unachtsamkeit der Liebe wird er zu Anton Reichmann, denn es ist keineswegs ein Dokumentarstück, das hier auf der Bühne zu sehen ist. Aber es ist dennoch das Leben des Scharfrichters. Im Prinzip ist er, wie soll man sagen, man verzeiht mir jetzt diesen groben Ausdruck, ein armes Schwein. In der Weltwirtschaftskrise 1924, selber beruflich geht es ihm nicht gut, wird ihm dieses Amt angeboten. Ein Amt, das in seiner Familie seit Generationen vererbt wird. Vor allem ist es auch ein Beruf, der gut bezahlt wird. Immerhin stattliche 150 Reichsmark pro Kopf. Das ist mehr als der Monatslohn eines Arbeiters. Anton Reichmann hofft auf eine Verbeamtung, bekommt zunächst aber nur einen Werkvertrag. Er wird pro Hinrichtung bezahlt. Und da beginnt sowohl die Tragik als auch die Komik des Stücks. Wenn ein, sagen wir mal, Scharfrichter-Ehepaar sich darüber unterhalten und darüber streiten, was andere Ehepaare auch machen, dass der Mann zu wenig verdient, um was streiten die dann wirklich? Um zu wenig Hinrichtungen. Und dann wird es absurd, um nicht zu sagen komisch. Es ist auch durchaus legitim, glaube ich, dass man sich einem grausigen, grusigen Thema manchmal mit dem Humor oder dem Lachen nähert, weil man es vielleicht anders gar nicht kann. Was in so einem Menschen vorgeht, kann auch das Stück nicht wirklich klären. Aber zumindest der Titel lässt sich einleuchtend mit der Thematik verbinden. Warum bitte soll ein Henker nicht fähig sein zur Liebe? Es ist ja immerhin ein Mensch, sicher mit einem eigenartigen, einem sehr merkwürdigen, für uns heute sehr fremden, unerklärlichen Beruf, mit viel Schrecken und Grauen behaftet. Aber ach, das ist ein Mensch. Der Dieter Fischer sagt immer so schön, der hat 3.165 Menschen umgebracht. Der Todesvorgang an sich, das ist eine Sekunde. Das heißt, es geht im Prinzip um 3.165 Sekunden. Aber der Mensch hat ja länger gelebt. Die verbleibende Zeit hat er, wie jeder andere Mensch auch, sein Leben mit ganz alltäglichen Dingen verbracht. Er geht zum Barbier, ins Wirtshaus und er streitet mit seiner Ehefrau Franziska. Doch genau an diesem Punkt werfen sich dem Betrachter die großen Fragen des Stückes auf. Wie liebesfähig ist so ein Mensch überhaupt? Und was für eine Frau muss das sein, die so jemanden tatsächlich lieben kann? Nun, von denen hat er sogar gleich zwei. Seine Ehefrau und seine geliebte Anna. Die eine hat ihn geheiratet, weil sie glaubte, keinen besseren zu bekommen. Und die andere liebt ihn wirklich. Zwar schwebt sein Beruf nahezu permanent wie ein Damoklesschwert über seinem Leben und Tun, trotzdem ist nahezu nie erkenntlich, wie er sich eigentlich damit fühlt. Nur in seltenen Gesprächen lässt sich Gleichgültigkeit erkennen, womöglich dem geschuldet, dass er die Gefühle nicht an sich heranlässt. Und natürlich ist es sicher so, dass die erste Hinrichtung, wenn man sich mal vorstellt, dass da aus 4 Halsschlagadern, die der Mensch hat, 3 Liter Blut rausspritzen, das ist sicher ein Moment, den auch ein Henker nicht vergisst, das verändert einen. Und so trägt er in dem Sinn eigentlich jeden Toten mit sich. Hinter so einem Menschen steckt mehr. Er hat auch für jeden Verurteilten, sagt man, eine Messe lesen lassen, eine Messe gestiftet. Also da merkt man schon, dass da dass das nicht die eiskalte Psyche eines Killers ist oder eines Mordlustigen. Trotzdem bleibt am Ende des Stückes ein bitterer Beigeschmack. 3.165 verurteilte Menschen, die durch seine Hand gestorben sind. Verurteilte wie die Geschwister Scholl. Der Zuschauer lernt in dieser doch autobiografischen Inszenierung den Menschen hinter dem Henker ein Stück weit kennen. Wer er aber wirklich war und welche moralischen Vorstellungen Anton Reichmann tatsächlich hatte, darüber sollten Sie sich am besten selbst ein Bild machen.